Sie sagen, Herr Schreiner, die Harzgesetze war die Geburtsurkunde, wenn ich es richtig zitiere, für die Linkspartei. Und es war die symbolische Niederlage der modernen Sozialdemokratie. Nun gibt es ja seit 2009 nach den Wahlen, wobei man noch sagen muss, dass die SPD bei den Wahlen in jede politische Richtung verloren hat, ein Nachdenken. Wo steht die Sozialdemokratie heute? Meine Kernthese ist, dass in den letzten 10, 15 Jahren die bundesdeutsche Gesellschaft in zentralen Bereichen durchgespaltet worden ist. Das gilt für die Reichtumverteilung. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich waren in Deutschland nie so hoch wie heute. Das hat übrigens mit sozialer Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Wenn man den politischen Urvater der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, liest, mit seinem Buch Wohlstand für alle, ist dort der bemerkenswerte Satz zu lesen: ein konstitutives Element einer sozialen Marktwirtschaft sind ständig steigende Löhne entlang der Arbeitsproduktivität. Da sind wir weit entfernt in den letzten 10, 15 Jahren. Die Löhne müssten heute fast bis zu 20% höher sein, als sie real sind, wenn diese Vorgabe eingehalten worden wäre. Wir haben eine Spaltung innerhalb der Arbeitnehmerschaft, den Arbeitnehmer erster Klasse, die noch über relativ stabile, auf Dauer angelegte Arbeitsverhältnisse verfügen, und auf der anderen Seite eine wachsende Anzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die über Arbeitsverhältnisse zweiter Klasse verfügen. Niedriglohnsektor ist angesprochen worden. Wir sind inzwischen Vize-Weltmeister in Sachen Niedriglohnbereich. Die Amerikaner haben einen Niedriglohnsektor von 25%. Wir nähern uns diesen 25% jetzt an. Frankreich 11, Dänemark 7, nur um zu zeigen, das ist keine Naturwüchsigkeit, sondern sehr wohl politisch gestaltbar, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Was ich sage immer, das, was sich hier entwickelt hat auf dem Arbeitsmarkt, unter massivem politischen Begleit- und Förderschutz, ist nichts anderes als die Wiederkehr der Tagelöhnerei des 19. Jahrhunderts in einem modernen Gewand. Die wachsende Ungleichheit ist nach meiner festen Überzeugung, das ist bislang viel zu wenig kommuniziert worden, nach meiner festen Überzeugung wesentlich auch ursächlich für die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise. Es ist nicht nur gewesen deregulierte Finanzmärkte und dergleichen mehr, das auch, aber aus meiner Sicht ist die Kernursache der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise das immer stärkere Auseinanderfallen von Einkommen. Die einen wissen kaum noch, wie sie über die Runden kommen, und die anderen haben immer mehr Einkommensteile, die sie gar nicht mehr konsumieren können. Die werden rund um den Globus gejagt auf der Suche nach möglichst schnellen und hochrentierlichen Profiten. Meine Behauptung lautet, in den nächsten Jahren werden die Verteilungskämpfe in dieser Republik Formen und Ausmaße annehmen wie nie zuvor in der Geschichte Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass jedes Jahr bis 2016 10 Milliarden neu eingespart werden müssen, um die Vorgaben dieser sogenannten Schuldenbremse einhalten zu können. Also nächstes Jahr 10, übernächstes Jahr 10 plus 10 und so weiter und so fort bis 2016. Das ist ein gigantisches Projekt, wie das letztlich zustande kommen soll, ohne dass die Einnahmesituation der öffentlichen Hände verbessert wird. Hat mir bis zur Stunde niemand gesagt. Aber diese Volumina sind überhaupt nur einsparbar, wenn man massiv in die Sozialhaushalte geht und auf Länderebene ebenso massiv in die Personalhaushalte geht. Und das sind vorrangig Bildung, Lehrer, Universitäten und innere Sicherheit plus Kindergärten. Das sind dann die Sparreserven des Landes. Das wird also Hauen und Stechen ohne Ende geben. Und ich glaube, dass im Verlaufe dieses Prozesses der nächsten Jahre die Häutungsprozesse bei den Parteien sich verstärken. Das gilt für die SPD, die ist in diesem Häutungsprozess drin. Es geht bei dieser Partei nicht darum, ob sie ein paar Prozent gewinnt oder verliert, sondern es geht im Kern um die Überlebensfähigkeit dieser Partei. Wenn eine Volkspartei auf 23% absäuft, das ist das dramatisch schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte gewesen. Wir hatten bisher als schlechtes Ergebnis 1953, damals 28% bei der Bundestagswahl Deutschland-West. Und jetzt noch kümmerliche 23%, dann sind da alle Alarmsirenen angestellt. Die Agenda 2010 bedeutet im Klartext die Entsozialdemokratisierung der SPD. Wir haben in Deutschland keine strukturelle Mehrheit für eine konservativ-liberale Politik. Die gibt es nicht. In der Gesellschaft gibt es keine Mehrheit. Und die Frage, ob die gesellschaftliche Mehrheit in der Lage ist, daraus eine politische Mehrheit zu machen, setzt bei allen Parteien voraus. Ich glaube, die SPD ist in diesem Prozess drin. Ob das ausreicht, wird man sehen. Die Linkspartei steht in einem programmatischen Diskurs, wo
wie auch noch einige Dinge offenkundig klärungsbedürftig sind. Wie das bei den Grünen weitergeht, wird man sehen. Da wird die NRW-Landtagswahl eine Schlüsselrolle spielen, ob es da möglicherweise zu einem schwarz-grünen Regierung kommt. Ist im Moment jedenfalls nicht ausschließbar, angesichts unklarer Mehrheit. Also ich will damit nur sagen, es ist alles im Fluss. Und ich werde zu denen jedenfalls gehören, die da eindeutig sind, die mitarbeiten wollen an einem Gegenprojekt zu dem, was gegenwärtig ist und was nichts anderes bedeutet, als die Spaltung dieser Gesellschaft noch weiter zu treiben. Wir müssen im Bildungsbereich jährlich mindestens 20 Milliarden Euro zusätzlich mobilisieren, um halbwegs anschlussfähig zu sein gegenüber den Ländern in Europa, die im Bildungsbereich über erfolgreiche Zahlen verfügen. Das wird nicht gehen, ohne die Verteilungsfrage in diesem Land grundsätzlich zu stellen. Und da wird es auch sehr viel von der SPD abhängen, ob sie kapiert hat, dass sie die Verteilungsfrage zwar in den letzten Jahren gestellt hat, aber leider in die falsche Richtung. Wenn man der Meinung ist, man braucht ein politisches Projekt gegen die Konservativ-Liberalen, dann geht das nicht ohne eine massive Verankerung in den Schwerpunktbereichen der Gesellschaft selbst. Zweitens, wir brauchen regionale Erfolgsmuster. Und zwar regionale Erfolgsmuster, die auch wirklich stabil sind. Es nutzt mir überhaupt nichts, wenn wir in einem der Bundesländer, von mir aus im Westen, eine rot-rot-grüne Regierung bekämen. Wir standen im Saarland kurz davor, sehr kurz davor. Ich glaube, dazu einen Beitrag geleistet zu haben. Das ist dann auf den letzten Metern an den Grünen gescheitert. Aber es macht nur einen Sinn, wenn man eine Regierung hinbekommt auf der regionalen Ebene, die stabil ist und erfolgreich arbeiten kann. Ich glaube, dass den Gewerkschaften in diesem Prozess eine Schlüsselrolle zukommt. Die Gewerkschaften könnten als Beschleuniger wirken, denn die Gewerkschaften müssen ihrerseits ein Interesse daran haben, dass sie im politischen Bereich mit Gestaltungsansprüchen verbunden werden können. Der DGB hat in der vorigen Woche eine Gesundheitskommission eingerichtet. Das könnte ein Modell für eine solche Entwicklung sein. Diese Gesundheitskommission soll im Herbst dieses Jahres einen Vorschlag machen, gewissermaßen als Gegenvorschlag zu dem, was die Koalition in Berlin macht, die Regierungskoalition. Und in dieser Kommission sind neben ausgewiesenen Fachleuten, den Wohlfahrtsverbänden, Vertretern der Kirchen, eben auch Vertreter der drei hier in Rede stehenden Parteien. Das ist ein Bundestagsabgeordneter der Linkspartei dabei, einer von den Grünen und einer von uns, das bin ich in dem Fall. Lassen noch den Hinweis auf dieses Institut der solidarischen Moderne. Ob der Titel besonders witzig gewählt ist, weiß ich nicht. Albrecht Müller hat das kritisiert, aber das ist ein eher semantischer Streit. Ich halte dieses Projekt für vernünftig. Das ist ja jetzt vor wenigen Wochen ins Leben gerufen worden. Von unserer Seite nimmt da federführend teil Andrea Ypsilanti aus Hessen und Hermann Scheer von der Bundestagsfraktion. Hermann Scheer hat mir eben noch vor zwei Stunden gesagt, die haben jetzt nach relativ kurzer Zeit bereits 1300 Mitgliedschaften. Das ist ein enorm guter Verlauf. Und wenn es gelänge, dort, ich sag mal so, eine Art Diskursüberbau zu schaffen, wo man in einer zwanglosen Weise sich austauschen kann, wo könnten Gemeinsamkeiten sein, wo liegen noch Gegensätze, wie könnte man sich überwinden, dann hätte auch ein solches Institut seine Funktion in dem weiteren Prozess. Wir sind bei dieser ganzen Angelegenheit, wenn überhaupt, erst am Anfang. Und am Anfang heißt, dass eben auch Animositäten abgebaut werden müssen. Das heißt eben auch, dass die SPD tunlichst es bleiben lassen sollte, zu behaupten, die Linkspartei ist nicht politikfähig. Was übrigens objektiver Unfug ist, dass sie zeigt in etlichen Ländern, dass sie politikfähig ist. Und die Vertreter der Linkspartei müssten mit der SPD möglicherweise etwas behutsamer umgehen, als das gelegentlich auch der Fall ist. Die größte Gefahr und das größte Übel der Linksparteien im weitesten Sinne immer war der stupide Hang zur Sektiererei. Und ich glaube, die Sache wäre es wert. Ich will jedenfalls mit zu denen zählen, die an einem solchen Projekt mitarbeiten wollen. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz unrealistisch, wenn alle sich ein kleines bisschen da am Riemen reißen. Schönen Dank.